So, 23 Tore hast geschossen für Tannhausen. Jetzt spielst du in Memmingen. Kriegen deine alten Kollegen trotzdem noch was ab von? Ja klar, die bekommen jetzt auch noch 5 Kästen davon. Das reicht ja mal noch für eine Zeit lang und da bekommen die auf jeden Fall noch etwas ab. Okay. Ihr seid abgestiegen trotzdem, obwohl du so viele Tore gemacht hast. Ist das ein kleiner Trostpreis oder? Ja, eher weniger, weil als Sportler möchte man eher ungern immer absteigen. Deswegen war es schon ein bisschen bitter. Ja, jetzt freue ich mich erstmal nur auf die neue Saison mit Memmingen und dann wird das alles wieder. Ja, du bist jetzt schon in Memmingen gut angekommen, hast schon zweimal getroffen, glaube ich. Ja. Was macht es schwerer in der Regionalliga, die Tore zu schießen, als in der Landesliga vorher? Für mich ist es eigentlich alles dasselbe. Hauptsache, das Runde muss ins Eckige und der Rest ist egal. Okay, was hast du für Ziele mit Memmingen dieses Jahr? Persönliches Ziel erstmal etablieren in der Regionalliga, zu spielen, meine Spiele zu machen eben. Mein persönliches Ziel zwischen 10 und 15 Tore und ein einstelliger Tabellenplatz. Letztes Jahr 23 Tore hast du für dieses Jahr eine Marke gesetzt. Eher zwischen 10 und 15 wollte ich machen. Okay. Was ist dein erfolgreichstes Jahr bisher? Ja, 23 ist jetzt ja das Erfolgreichste. Ich hatte in Schwabmünden schon mal 22, aber da war es noch die alte Landesliga. Ja, Okay. das war das Beste eigentlich. Hast du ein Vorbild, dem du nacheiferst? Aktuell keins, kein Okay. Vorbild. Dann vielleicht noch eine Sache. Wie findest du die Aktion von Erdinger? Hat dich das irgendwie besonders motiviert oder sagst du, okay, das ist ein schöner Nebeneffekt gewesen? Ne, klar motiviert das ein bisschen, wobei ich eigentlich kein Bier trinke, aber so 15 Kästen kann man immer mal gut brauchen und das ist noch ein Anreiz. Heißt, du nimmst auch was nach Memmingen mit, oder? Ja klar, nehme ich auch ein paar Kästen mit. Okay, perfekt.